Heute geht's los. Wir haben jetzt 9:30 morgens. Um 2 Uhr können wir auf den Platz. Wo es hingeht, verraten wir immer noch nicht. Das werdet ihr dann sehen im Verlauf dieses Videos. Ein bisschen was haben wir noch zu tun. Die Fahrräder müssen noch auf den Wohnwagen drauf, vorne auf die Deichsel. Und die Miriam, die steht da schon in der völlig unaufgeräumten Küche. Und ihr seht, was da noch alles steht. Sag doch mal guten Morgen. Das kommt alles ins Auto. Die Luisa ist auch bereit. Ja, fast, wenn man die Haare sieht. Wie gesagt, wir nehmen euch mit auf die Tour. Wir tun jetzt noch ein bisschen was, dann brausen wir los und dann holen wir euch wieder dazu. Bis später. So, der Wohnwagen ist draußen und jetzt gucken wir mal, wie wir hier um die Kurve kommen. Ich zeige euch die Kurve mal und dann, weil wir viele Kommentare hatten, dass wir den viel zu weit nach vorne gebaut haben, aber wir kommen nicht weiter nach hinten, weil wir ja die Heckklappe irgendwie noch auf, Gasklappe noch aufkriegen müssen. Hallo, bin ich auch da? Ja, so ein bisschen. Luisa, geh mal in die Mitte. So, knapp 1,5 Stunden gefahren. Wir sind jetzt gleich da. Wir haben Samstag, Urlaubsbeginn und wir sind komplett perfekt durchgekommen, ohne Staus. Das freut uns natürlich alle. Nach 500 Metern links. Ja, wir haben Autobingo gespielt und viel gelacht. Ich durfte nicht mitspielen. Der hat immer nur Bingo gerufen. Ja, das durfte ich. Links abbiegen auf N397. Was? Müde? Luisa ist müde, jetzt sind wir gleich da. Luisa, willst du schlafen? Nein. Nein, doch nicht. Ich weiß. So, in was habe ich gesagt? In 8 Minuten sind wir da. Die Anfahrt filmen wir gleich nochmal. Und dann nehmen wir uns wieder. Nach 600 Metern bei Head Driver jetzt weiter Ausfahrt nehmen und weiter auf Bodenschule geht. Ja. Ja, sind wir jetzt da? Oh nein, schon wieder. Wir setzen gleich wieder auf. Christian, das kann nicht sein. I like to move it, move it. Nein, da war er. Man will vor inchecken, die Gäste. Ja, wir wollen inchecken. Der fährt gerade auf. Du hast doch das Kennzeichen angegeben, oder? Ja, ja. Ja, dann muss. Ja, dann fahr. Sind wir da? Das Problem ist nur, ich weiß nicht wohin. Ich muss das angucken. Ich hab da deine Nachricht von dem. Das Ziel befindet sich auf der linken Seite. So Leute, wir müssen jetzt mal gucken, wo wir hin müssen. Wir melden uns gleich wieder. So, guten Morgen zusammen. Guten Morgen. Ja, seit unserer Anreise ist jetzt Tag 3. Weil ihr habt nichts verpasst. Am ersten Tag hat es wirklich nur geregnet. Es war total ätzend. Gestern war es total grau. Und jetzt müssen wir schon waschen gehen, weil unsere Kinder haben sich total eingesaut und die ganzen Klamotten, vor allem von Luisa, müssen jetzt gewaschen werden. Dann nehmen wir euch jetzt einfach mal mit bei schönstem Sonnenschein heute. Wie ihr seht, wir haben natürlich alles schon aufgebaut. Weil das war echt gestern und vorgestern ganz dringend nötig, weil es war kalt, es war nass, es war ekelhaft. Wir gehen jetzt mal, ach so! Die wissen doch noch nicht mal, auf welchem Campingplatz sind wir denn jetzt mehr? Auf De Paal. Auf De Paal in den Niederlanden, ganz in der Nähe von Eindhoven. Damit wäre das Geheimnis auch gelüftet. Naja, kriegen wir noch Besuch. Unsere Freunde aus Paderborn sind auch da. Wer dann nachher noch kommt, das werdet ihr dann auch noch sehen. Die werdet ihr vielleicht sogar kennen. Aber jetzt gehen wir zuerst mal zur Wasserrette, heißt das, ne? Ja. Guck doch mal! Ja.
Ich habe da was Blaues gesehen, ich wollte wissen, was das ist. Was, du bist blau? Wir haben gestern gar nichts getrunken. Nee, gestern nicht. Gestern war ich zu müde. Das Schöne ist, Leute, wir haben hier so ein Rondell. Da ist noch ein kleiner Kinderspielplatz. Ich hoffe, das erkennt man alles gut. Bisher sind wir hier komplett alleine mit zwei Mann. Also hier ist richtig viel Platz und direkt gegenüber haben wir hier schon Restaurant und Imbiss und sowas. Natürlich auch einen Supermarkt, wo es frische Brötchen gibt. Nehmt euch jetzt mal einfach mit. Da vorne ein großer Spielplatz und da das Freibad und dahinter schon das Hallenbad. Also wir sind hier total im Zentrum. Jetzt gehen wir hier den Weg runter. Richtung Supermarkt, da ist nämlich auch die Waschmaschine oder die Waschmaschinen. Wir werden uns jetzt mal angucken. Ja, dann jauen wir da jetzt mal rein. Ich denke, jetzt fangen wir auch endlich mal ordentlich an zu filmen, damit ihr auch was seht von uns. Wir melden uns dann später wieder. So, das muss ich euch jetzt doch mal kurz zeigen. Das ist total genial hier. Wir haben hier einen Bezahlautomaten, da kann man auch mit Karte bezahlen. Das habe ich gerade gemacht. Dann wählt man die Waschmaschine aus. Oder den Trockner, was man will, von der Nummer her. Und da sind die ganzen Waschmaschinen. Das heißt, hier muss man nichts mit Münzen bezahlen oder sonst irgendwas. Hier kann man echt mit seiner EC-Karte bezahlen. Finde ich aber richtig geil. Dickes Lob an dieser Stelle. An den Campingplatz, den wir euch natürlich auch noch vorstellen, aber das kommt natürlich in einem anderen Video. Aber das finden wir schon mal richtig cool. Ja, was vielleicht ein bisschen zu bemängeln ist, das Waschen kostet 6 Euro, das Trocknen 3 Euro. Ist nicht ganz so günstig. Ja, aber so ist das wohl im Moment. Energiekrise und sonstiges. Naja, wir waschen jetzt mal. Die Sachen stehen schon da. Wir haben wohl gerade noch das Waschmittel. Das haben wir nämlich vergessen. Und dann geht's los. So, nach der kleinen Fahrradtour sind wir hier in einem Campinggeschäft. Die Mia möchte mich ausgerechnet jetzt im Urlaub Wikinger-Schach haben. Ihr kennt das Spiel vielleicht. Jetzt gucken wir hier mal, ob wir das kriegen können. Das ist so ein riesen Campingladen hier in Bergeleik oder Berglik. Ganz in der Nähe hier. Schauen wir mal hier mal einfach. Hallo. Hallo. Ob wir hier sowas finden. Und Hunde sind hier nur zugelassen im Einkaufswagen. Die haben Nala liegt jetzt hier im Einkaufswagen. Okay, dann schauen wir mal. Ist aber okay. So ist okay. Habe ich nachgefragt. Alles okay. Wo müssen wir rein? Ist das nicht hier? Hallo. Wo müssen wir rein? Halle B? Halle A, Halle B, Halle C. Na, da. Ich tippe mal da, ne? Gehen wir da rein. Schauen wir mal. Was wir hier so finden. Hallo. Ja, Longen. Passt jetzt nicht so ganz zum Wohnwagen. Pflegemittelchen haben wir schon mal gefunden. Teak Shield. Schicke Solarlampen, das ist natürlich schon was Feines. Aber hey, Preis ist schon heftig. Gucken wir doch mal einfach weiter, weil es hier noch so gibt. Das haben wir uns doch mal gewünscht. Das ist aber ja. Hast du mal gesagt? Ja, das ist aber ein Grill, Elias. Steht
Ich glaub, ja, nicht unbedingt, kann man auch Feuer drin machen, stimmt. Nee, da geht's weiter. Na, wo sind wir hier gelandet? Ganz schön groß hier. Oh, Miriam, die Liege. Kriege ich die Liege? Und die Sessel dazu? Oh, ich will gar nicht auf den Preis gucken. Wie sehe ich aus? Wie siehst du aus? Ja, gucken wir mal weiter, was hier noch so alles ist. Stühle, Matratzen. Meine Güte, Riesending hier, ey. Für so einen kleinen Ort. Grills. Zubehör, Zubehör. Das für so einen kleinen Ort ist. Gucken wir mal weiter. Schlafsäcke in allen Varianten. Anscheinend können die Holländer Campingläden besser, weil das erinnert mich ein bisschen an Obelink, muss ich mal ehrlich sagen. Weil das ist echt groß. Ventilatoren. Vorzeltteppiche, Stühle ohne Ende. Ich weiß gar nicht, wo du hinschwenken sollst. Vorzelte aller Art. Ja, Leute, ich glaube, wir gucken jetzt erstmal durch und suchen mal. Und dann machen wir die Kamera nochmal an, sonst wird das hier zu lang. Wer mehr hat was gefunden. Okay, wir lassen nochmal an. Elias ist schon auf die Schnauze gefallen. Brumm, brumm. Brumm, brumm. Ey, die haben echt Wikinger-Schach. Da ist es doch. Ja, ist doch hervorragend. Wir haben dann dokumentieren wir jetzt diesmal, dass wir es gekauft haben, weil wir haben das schon mal gekauft und dann war es weg. Hier. Das nehmen wir. Das hier haben Linda und Jan. Ja, genau. Das haben Linda und Jan. Das ist so was Ähnliches. Ja, du es rein, Elias? Ja, auf den Hund. Dann haben wir das auch schon. Also hier gibt es so einiges an Spielsachen. Schwimmwesten. Meine Güte. Boccia haben wir. Oh, aber nicht, haben wir jetzt dabei? Weiß nicht. Wie voll willst du unseren Wagen noch packen? Sehr voll. Wir haben noch Zuladung. Ja, wir haben noch Zuladung. Die geht nicht mehr da. Ach, guck mal, da vorne sind Lampen. Oh, Reinigungszeugs. Ah, oh, schöne Lampen. Du hast das Vorzelt, wäre doch was. Miriam? Was ist mit Vorzeltlampen? Hier sind ein paar schöne. Meine Frau steht wieder da hinten. Ich kann lange reden. Du bist blockiert? Ja. Was diskutiert ihr? Oh Gott. Ich sage jetzt keinen Namen. Ich glaube, das kennt jeder. Was? Kennt die Pack? Jetzt hast du den Namen noch genannt. Ach nee, guck mal hier. Haben wir. Die haben wir. Ja, nur hier so. Oh, die haben schöne Lampen hier. Aber wer hat ein Körbchen dabei? Ein Körbchen? Sag mal, Kuckuck. Guck mal, das ist transportiert. Oh, Doppeldeckerbus. Wie kriegen wir das denn transportiert? Ah, das kriegen wir schon irgendwie. Stimmt, du hast recht, aber das kriegen wir schon irgendwie. Ja, das sind auch Lampen hier, ne? Zum Aufhängen. Die man sogar zusammenklappen kann. Ja, genau. Aber 66 Euro. Puff. Nee. Nee. Gläser. Ja, die haben ja echt alles. Das erinnert mich ein bisschen an Obelink in etwas kleiner. Aber nicht viel. Ja, guck mal die Stühle da an. Heftig. Das ist schon heftig. Die alles haben. Miriam, brauchst du ein Porta-Potti? Nee, ich hab eine ganz passable Toilette. Du hast eine ganz passable Toilette, das ist doch schon mal was. Ja, hier gibt es wirklich alles. Ja, der ist mal riesig. Die altbekannten Marken.
schöne Sache. So, Leute, wir sind durch. Reicht auch jetzt. Jetzt waren wir hier, weiß ich nicht, eine Stunde drin. Ein bisschen haben wir euch ja mitgenommen. Jetzt gehen wir wieder raus. Dann gehen wir uns hier im Örtchen noch einen Kaffee trinken, ein Eis hier essen. Die Kinder wollen Eis hier essen, ne? Ja. Zu Eis essen? Ja. So, Leute, bei der Eisdiele angekommen. Kleine Fahrradtour noch. Ja, war nicht ganz kurz. Luisa hat das super gemacht. Jetzt kriegen die Kinders und die Mami ein Eis und Papa spart wieder. Weil ihr kennt das ja vielleicht schon. Ich bin jetzt nicht der riesen Eisfetischist. Da kann ich gut auch mal ein bisschen zurückstecken und den Kindern das gönnen. Die stehen jetzt da. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Jetzt sieht man es wahrscheinlich. Die stehen hier an. Gleich gibt es Eis. Und dann geht es zurück zum Campingplatz. Und dann hören wir uns wieder. Das kommt drauf an, ob es dich gleich stört. Ich lasse das jetzt einfach mal ohne Kommentar hier mitlaufen. Der das Video macht, das ist der sich einen neuen Grill gekauft hat, keine ausgegeben hat und jetzt das Fahrrad von seiner Tochter kaputt hat. Richtig? Thomas, so sieht's aus. So ungefähr. Da muss ich dir leider... Den komisch ist aber so. Und wenn der das online stellt, dann ist der, denke ich mal, so 7 Tage, oder? Camping für uns beide, fürs Reparieren und fürs Zugucken beim schönen Essen. Sollte wohl drin sitzen. Aber mit vorn bitte, ja? Ich wollte dich schon wieder anbieten. Da brauchst du nicht, ist doch drauf. Meinst du? Ja. Ja, ist so. Was ist passiert? Das Fahrrad von meiner Tochter ist kaputt. Und ich habe jetzt einen Ingenieur und einen... Energieanlage-Elektroniker. Wenn das Ganze ja, ein möchte gern, okay? Nee. Ja, da muss aber auch sagen, Raumfahrtingenieur. Ey, Trainer, was ist los mit dir? Die jetzt versuchen, das Fahrrad zu reparieren. Jetzt auch so eine Jacke, wo hinten Trainer draufsteht. Mach voll einen auf blöd, da brauche ich nichts mehr machen. Top. Und die Dani guckt hier genauso wie ich zu. die läuft weg. Ich habe den Wein getragen, statt die Melone. Ja, genau. Aber ich habe wenigstens dem Herrn schon ein Bier angeboten. Kann man das sehen? Und die Dose steht wirklich verkehrt rum, die ist leer. Der Trainer steht hier und lacht. Und ja, es gibt, hör mal, es gibt nichts, bevor das nicht repariert ist. Ja, aber treibst du mich. Kein Alkohol bei der Arbeit. Also Heineken 5 Liter denke ich morgen, ne? Jula, trinkst du kein Bier? Doch, ne? Ja, siehst du, also Heineken 5 Liter. Wo ist der Drehmomentschlüssel, von wegen Kraft übertreiben? Ja, nee, da versteht er nichts von. Oh, das muss er sich dann jetzt bei Google übersetzen lassen. Ich mache eher die Webseiten, okay? Drehmoment. Das ist ein Drehmoment. Okay, bevor wir es übertreiben, würde ich sagen, wir stellen es auf die Füße, oder? Wenn man einen Moment dreht, das ist ein Drehmoment. Ich habe die Größe. Natürlich. Drehmoment. Das hat nichts mit Promille zu tun. Und morgen hole ich die Sonde raus und suche die blöde Schraube. Moment, hat man nicht auch einen Drehmoment, wenn man einen sitzen hat? Markus? Hat man nicht auch einen Drehmoment, wenn man einen sitzen hat? Ja, ich sage ja, das hat nichts mit Alkohol zu tun. Du hast einen Drehmoment, wenn du sitzen hast. Boah, funktioniert's jetzt? Ungleich hat er einen Sitz. Warum bin ich nicht schon eher weggegangen? Boing. Ja, Leute, ich hätte auch schon eine halbe Stunde vorher anfangen können zu filmen. Guck mal, jetzt gibt Handy einen Lappen da. Oh. Oh, guck mal, ich glaube, die Fahne hat er mitgekriegt. Die hängt so komisch. Ich bin doch ein Grillreiniger, du solltest das Fett wegkriegen. Hast du jetzt einen Grillreiniger drauf gemacht? Nein. Oh, nein. Da ist hier unsere Pelle aber gleich weg. Guck mal, ich blute, ich habe blaue Flecken. Ja, ich auch. Zu Hause. Ihr habt das sehr gut gemacht. Jede Reparatur wollte ich nicht so früh. Du machst jetzt erstmal eine Probefahrt. Wir haben hier aber die Fahne. Ich muss da was zum Stehen bringen, Jungs. Die Fahne. Was macht man jetzt damit? Also wie ihr seht, ihr müsst nach Nepal fahren, da ist sehr lustig. Ja. Kann jemand gerade die müssen mal nach dem Trainer fragen, ganz wichtig. Trainer, könnt ihr das mal gerade machen? Was willst du? Du sollst das einfach nur noch da biegen. Schatzi, einfach ein Kabelbinder an den... Nein! An den. Oh, aber ich schlaf da mit dem Ohr, ne? Ich soll das gerade machen. Ja, warte mal. Ich bin froh, dass du kein Fenster hast. Guck mal, hinten an dem Boden mal. Fenster, zwei Stück. Ne. Kriege ich leider auch nicht gerade. Aua. Wir gehen jetzt erstmal Hände waschen. Hinten gibt es heißes Wasser. Ja. Zeig dir erstmal die Hände, damit man auch sieht, dass du was getan hast. So, wo ist jetzt ein Problem mit der Pfanne? Hau ab! Ey, ich glaube, wir die schöne Kamera. Unglaublich, ne?
So, jetzt wird die Fahne noch gerichtet. Ja, ja. So, jetzt perfekt. Oh. Nein, danke. Das hast du davon. Das hast du wieder davon. Schön, dass du auf Kamera ist. Du sagst mit dir vor. Ich hab wieder unten gehockt. Du kannst gleich die andere rüber. Ne? Hast du deine Brille? So, ja, halt mal. Ich geh mal kurz hin. Ja. Ganz lieben Dank. So, meine Damen und Herren, sehr, sehr lustiger Einblick in unser Campingleben hier. Wir hören uns dann morgen wieder. Bis dann.